Weg ist das Ziel im langsamsten Schnellzug der Welt. Ich habe mich im berühmten Schweizer Glacier-Express auf Schienen verwöhnen lassen. Es gibt Panoramafenster, Panoramawaggons, große, um einfach diese Eindrücke besser zu erleben. Wir fahren auch langsamer. Also der Glacier Express ist ja auch bekannt als der langsamste Schnellzug der Welt. Es sind 291 Kilometer und wir brauchen fast 8 Stunden für diese gesamte Strecke. Der Österreicher Dieter Dubkovic hat mir die Schweizer Entschleunigung näher gebracht. Wir fahren hier jetzt gerade durch die Rheinschlucht. Man nennt es auch den Grand Canyon der Schweiz. Aber nicht nur die Landschaft ist ein Erlebnis. Auch das Bordservice ist erste Sahne. Das Essen an Bord wird frisch gekocht und an dem Platz serviert. Auch frischer Kaffee rinnt aus der Maschine. Und zur Verdauung gibt es einen kleinen Trapezakt. Das Originellste ist aber der Souvenirsteinbock. Beliebtestes Mitbringsel ist dieses Glas. Für steile Fahrten. Eine schräge Angelegenheit. Chur hat nicht nur eine schöne Altstadt, sondern ist auch kulinarisch ein Gewinn. Ich möchte Sie herzlich begrüßen hier in Chur zu unserer Häppchentour. In diesem Zunfthaus hat mir Stadtführerin Verena Gruber Schweizer Sushi präsentiert. Was wir hier anbieten, ist ein Alpenstadt-Sushi. Das heisst Sushi ohne Fisch. Bestehend aus Alpenkäse, Bündnerfleisch, Gerste rundum, man sieht das auch schön, und eingewickelt in Mangoldblätter. Bitte schön. Weiter geht's durch die Altstadt. Und da ist unser schöner Brunner, unsere Churer Geister. Schließlich gibt's Süßes. In der bekanntesten Konditorei der Stadt. Also wir haben einerseits unsere feine Alpenstadttorte. Das sind alles Zutaten aus dem Bündnerland. Und zwar besteht die aus Alpenmilch, Mandeln, Baumnüsse hat es drin, Alpbutter, Kirschen und Churer Röteli. Was es mit dem Churer Röteli auf sich hat, das habe ich danach in dieser Drogerie erfahren. Wir produzieren den Churer Röteli selber. Es werden Kirschen eingelegt mit verschiedenen Gewürzen. Und die Gewürze macht dann eigentlich den speziellen Geschmack aus. Zermatt ist zwar ein sehr touristisches Bergsteigerdorf, aber dennoch sehr entspannt. Was daran liegt, dass hier nur ganz wenige Elektrofahrzeuge fahren dürfen. Zermatt ist seit jeher autofrei. Es gab 1961 eine Abstimmung im Dorf, ob man Autos zulassen möchte. Und dies wurde von der Bevölkerung von Zermatt abgelehnt. Beeindruckt haben mich die alten Holzhäuser im Hinterdorf. Hinter uns sieht man so ein typisches altes Walliser Haus, wo früher Getreide und Weizen gelagert wurde. Man sieht die typischen 4 Steinplatten, auf denen das Haus liegt. Und diese Steinplatten sollten den Zweck erfüllen, dass keine Mäuse oder Ratten hoch zum Getreide gelangen. Auf Augenhöhe mit dem Matterhorn, das hat schon was. Höhepunkt meiner Schweizer Bahnreise war die Fahrt auf den 3089 Meter hohen Gornergrat. Die höchstgelegene Zahnradbahn Europas bringt mich zu ungeahnten Ausblicken. Das Besondere hier oben ist die einmalige Aussicht auf 29 Berge, die 4000 Meter hoch sind. Wer im Kulmhotel gleich neben der Bahnstation nächtigt, der hat diesen Panoramablick fast für sich allein.